So. Wieder eingeschafft. Na, viel kann ja nicht mehr kommen, theoretisch. Möchte ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. So, raus hier. Wieder so lustige Zauberwürfel hier. Hä? Ich muss jetzt da rüber? Gut. Oh nein, ich wollte den nicht schubsen. Scheiße. Hä? Was sind denn das jetzt wieder für lustige Kisten? Muss ich hier wieder irgendwas mit Anlauf machen? Ah, das ist zu weit. Das ist zu weit. Aber die kriege ich auch nicht da hoch, oder? Kriege ich die da hochgeschubst? Nee. Shit. Ich kann die nicht aufeinander stapeln. Aber hier war doch noch eine Holzkiste bei. Aber das bringt mir auch nichts. Doch, bringt mir theoretisch was. Weil ich kann die Holzkiste jetzt nehmen. Nein, ich wollte sie nehmen, du Trottel! Komme ich da jetzt nochmal ran? Ich komme jetzt nicht nochmal da dran, oder? Hm. Komm da, glaube ich, nicht mehr ran. Ne. Mann, die kann man doch heben! Gut, ich gehe nochmal raus und komme wieder rein. Schieberätsel. Ey, jetzt machen sie zum Ende hin, machen sie es aber echt nochmal spannend, hätte ich beinahe gesagt. Hm. So. Hier kann ich nur hochhüpfen. Bringt mir jetzt also auch nichts. Ich kann da auch keine draufschieben, oder? Ich dachte, ich kann die aufheben, die Holzkiste. Das ging doch eigentlich mal. Ach, das ist ja gar keine richtige. Das ist auch gar keine richtige Holzkiste. Das ist eine verstärkte Kiste. Deswegen geht das nicht. Hab mich schon gewundert. Was mache ich denn jetzt mit den Kisten? Sind diese Rätsel echt nicht geheuer? So, was kann ich denn machen? Kann ich die schieben? Kann die runterschieben, das bringt mir aber gar nichts. Ich muss irgendwie eine Kiste hier hinterbringen, aber wie mache ich das denn jetzt? Das ist zu weit. Das ist eindeutig zu weit. Hallo? Ja, dann muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das am blödsten löse. Oder am besten löse. Krieg die hier nicht hoch, ne? Oder doch? Nee. Krieg die da nicht hoch. Ach, Kacke. Ich habe gedacht, ich kann die jetzt irgendwie da hochschieben und dann eine andere drunter, aber das geht auch nicht. Ja, das schiebt die immer bis ganz rein. Oh. Nee, das ist auch blöd. Ah. Kommen wieder so blöde Rätsel hier, ey. Davon aus, dass ich die hier irgendwie runterschieben muss. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Mal beiseite. Jetzt habe ich die da drauf. Ich schiebe es aber nur runter. Das bringt mir halt auch nichts. Ich kann sie ja nicht ziehen oder sowas. Kann
die aber kaputt schießen, ne? Zerstörbar. Bringt mir nichts. Ach, ich hab's. Ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich probier's. Auf, rein. Ich hab's eigentlich gerade schon sehr gut demonstriert, glaube ich. So, die dahin. So, dann kommt die dahin. Dann die dahin. So, weil dann kriege ich die nämlich jetzt von der Wand weg, wenn ich sie jetzt hier runterschiebe. So. Die Frage, ob ich die da runtergeschoben. Schau mal. Ja, super. Aber jetzt komme ich doch nicht mehr weiter. Ah! Ach doch, ich kann sie ja noch eins nach unten schieben. So, und jetzt kriege ich die vielleicht auf die andere Kiste drauf. Aber jetzt nicht mehr von hier geschoben, oder? Doch. Warte mal. Vielleicht klappt das so. Aber ich glaube... Boah, das wird, glaube ich, nichts. Hallo? Ich kann sie nicht mehr schieben. Doch, wollte schon sagen. Hä? Jetzt kann ich sie hier nicht mehr weiter schieben, oder was? Oh, Kacke. Hä? Ich kann sie jetzt nicht... Jetzt geht sie nicht mehr zu schieben. Ach, was ist denn das für ein Mist? Wieso geht die jetzt nicht mehr zu schieben? Mein Plan zunichte gemacht. Warum kann ich die nicht mehr schieben? Weiß ich nicht. Jetzt mal dahin schieb. So, und dann darüber? Kann ich die auf die andere drauf? Ich weiß es halt nicht. Nee, das geht offensichtlich auch nicht. Ah, Kacke. Ich wüsste auch gar nicht, was damit bezwecken würde. Ich die da hinschiebe. Na gut, wenn ich die da drauf kriege, dann kann ich die hier oben rumschieben. Steht denn irgendwo drinne, was das für Kisten sind? Die Würfel. Tja, welcher wird denn das wohl sein? Ach, hier, guck mal. Hier kommen jetzt die Würfel. Kann um eine Fläche verschoben werden. Befindet sich eine Stufe von einer halben Fläche Würfelhöhe im Weg, so kann er sie nicht überwinden. Okay. Das ist ein reibungsloser Würfel. Rutscht in die angestoßene Richtung. Befindet sich eine Stufe von einer Hälfte Würfelhöhe im Weg, so kann er sie nicht überwunden werden. Der Würfel kommt zum Stehen, sobald er auf ein Hindernis stößt oder runterfällt. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe absolut keine Ahnung. Bringt mir überhaupt gar nichts gerade. Das schaffe ich jetzt nicht hochzuschieben, ne? Nö, natürlich nicht. Ich habe, ey, Leute, ich habe keinen Plan, wie das jetzt hier funktionieren soll. Das ist mir auch gerade irgendwie zu hoch. Ich guck mir das Ganze jetzt nochmal an. Also. Den kann ich nur hier rüber und da hinschieben. Was mir so überhaupt gar nichts bringt. Nochmal was probieren. Den jetzt da runterschiebe. Kann ich den da drauf schieben? Kann ich den jetzt... Ja, guck mal, das geht. Theoretisch. Ich weiß noch nicht, was mir das jetzt weiterhelfen soll. Ja, jetzt kann ich nur hier rüber schieben.
Jetzt habe ich den da. Und nu? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wohin mit dem Würfel. Hierhin vielleicht? Kriege ich den da hin? Nee, oder? Die anderen beiden kriege ich ja auch nicht mehr da weg. Oh Gott, ey, das ist doch ein... sorry, ich guck mal gerade in die Lösung rein. Vielleicht steht da irgendwas, was ich machen muss. Ja, super. Im nächsten Raum erwartet euch ein kniffliges Kistenrätsel, was aber kein Problem darstellen sollte. Ist etwas schiefgelaufen, verlasst den Raum einfach und betretet erneut. Ja, danke für die Lösung. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt machen soll. Ich habe echt keinen Plan. Wenn ich wüsste, wo ich hin soll mit den Kisten, dann wäre das was Einfacheres. Vielleicht. Weil ich habe theoretisch die Möglichkeit, eventuell von hier aus... Warte mal, wenn ich die jetzt... Ah ne, das geht nicht, ne? Ich hatte jetzt gerade die Überlegung noch gehabt, eventuell die Holzkiste jetzt so hier drauf zu schieben, aber das wird nicht gehen. Weil dann könnte ich nämlich den nach da vorne schubsen. Aber das wird nicht gehen, oder? Den kriege ich nicht da drauf. Ne. Ach, Kacke. Na, wieso kriege ich den da jetzt nicht drauf? Was für ein doofes Rätsel. Ui. Jetzt habe ich den da. Bringt mir auch nichts. Scheiße. Oh Mist. Kann ihn von hier aus auch nicht mehr schieben, ne? Nee, geht nicht mehr. Was ist das für eine Kacke? Wie kriegen wir da jetzt eine Kiste in irgendeine brauchbare Position? Es bringt mir vor allen Dingen auch nichts, wenn ich den da runterschiebe, oder? Ist das nicht zu hoch? Ja, obwohl, nee, wenn eine noch da wäre, würde es vielleicht klappen. Ja, also wenn noch eine Kiste da wäre, würde es klappen. Aber wie kriege ich die jetzt da hin? Von oben würde es einfacher sein. Also wenn man von oben drauf guckt, wäre es einfacher. Aber so, dass es nur dreidimensional ist, macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger, das Ganze. Oh, ich mag solche Rätsel eigentlich, aber... gerade irgendwie nicht. Ich die jetzt da hinschiebe. Und den jetzt da runter. Ja, und schon bin ich wieder aufgeschmissen. Das bringt auch nichts, ne? Jetzt hier auf der Ebene nach vorne schiebe, habe ich auch nichts gewonnen. Egal in welche Richtung ich ihn jetzt schiebe, ist es egal. Jetzt habe ich ihn dahin geschoben, bringt mir auch nichts. Oh! Verdammt nochmal! Dämliches Kistenrätsel. Tja.
muss den theoretisch irgendwie da runter bekommen, aber wie? Wie kriege ich den da runter? Wie? Also der muss wirklich nach da. Er muss nach da unten. Aber wie kriege ich den nach da unten? Knifflig. Muss ich den oberen jetzt runterballern? Jetzt kann ich... Das bringt mir auch nichts. Hätte ich gedacht, hier rüberschieben, aber von da aus komme ich auch nicht weiter. Ich komme ja nicht hier hoch. War eine schöne Idee, aber die Umsetzung wieder mal katastrophal. Bringt mir auch nichts, wenn ich die da hinstelle, ne? Nee. Und jetzt schiebe ich den da bis da runter und dann war's das. Habe ich auch nichts gekonnt. Doch. Nee. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Die gehen auch nicht kaputt, ne? Unzerstörbar. Ach! Verdammt! Oh, mach doch sowas nicht mit mir um diese Uhrzeit. Vielleicht so? Aber das bringt mir auch nichts. Schiebe ich den nur dahin? Auch weg. Oh, Menno. Irgendwas mache ich falsch. So vielleicht. Aber da habe ich auch nichts gekonnt. Verdammt. Da habe ich auch wieder nichts gekonnt. Jetzt dahin schiebe, bringt nichts. Weil dann kann ich die zwar... Oder warte mal, doch, vielleicht. Vielleicht bringt mir das was. Ich glaube, ich habe es. Oder? Kann ich die dahin? Aber was habe ich damit gewonnen, wenn ich die jetzt dahin schieben kann? Also die Distanz kann ich wahrscheinlich nicht überbrücken, es ist zu weit. Und wenn ich es jetzt hier runterschiebe, bringt mir das auch nichts. Wie komme ich nicht mehr weiter mit der Kiste? Also wir sind schon mal ein Stück weiter, aber auch nicht viel weiter. Nicht viel weiter gekommen. Wenn ich es jetzt hier hinschiebe, wird nichts bringen, ne? Ist zu weit. Oh doch, hat geklappt. Okay, gut. Wow, geschafft. Oh, was für ein doofes Rätsel. Wie doof. Oh, Cutscene. Sprich, wo ist der Schlüssel? Was weiß ich? Äh,
Dein Schutz wird dir nicht helfen. Und jetzt rede. Ich weiß es nicht. Aber du hast doch sicher einen Anhaltspunkt. Du hast die gleiche Fähigkeit wie Sydney. Warum? Es kann nicht sein. Solange bist du mit dem Bösen noch nicht in Kontakt. Glaubst du etwa immer noch, das Böse gäbe es nur in Le Monde? Für was hältst du den Kirchensenat? Für Stümper. Hä? Was sind wir denn jetzt? Na, schaffst du es? Ja. Es ist alles bestens. Lass uns die Zeremonie der Nachfolge beginnen, auf dass die Stadt unsere werde. Hast du den Schlüssel nun gefunden? Schlüssel? Die Sünde des Bluts. Ach ja, stimmt. Die Sünde des Blutes. Willst du mich auf die Probe stellen, Sydney? Genau, so ist es. Jetzt erzähl es mir, Bruder. Nur derjenige, der im Besitz des Schlüssels Sünde des Blutes ist, kann die Nachfolge antreten. Der Nachfolger opfert eine Seele und erhält die Kraft des Bösen zu kontrollieren und wird so sein Herrscher. Oh, Moment. Gerade was trinken. Seelen gibt es genug in dieser Stadt. Jetzt fehlt nur noch der Schlüssel. Uns fehlt die Zeit. Sydney, zeig ihn mir. Er ist einfach nur doof. Verdammt! Die Sünde des Blutes. Woher kenne ich diese Bezeichnung? Zu Zeiten der Hexenverbrennung wurden Hexen und Ketzer mit einem auf dem Kopf stehenden Heiligensymbol gebrandmarkt. Auch bekannt als die Sünde des Blutes. Jetzt verstehe ich. Sydney ist bereits im Besitz des Schlüssels. Was? Die Tätowierung, die Sydney auf seinem Rücken hat, das ist die Sünde des Blutes. Du wurdest die ganze Zeit über betrogen. Nein, unmöglich. Was hält ihn nun davon ab, die Nachfolge anzutreten? Der Fürst liegt bereits im Sterben. Hat er womöglich vor, den Befehl des Fürsten auszuführen? Nicht! Okay, da hat's hinter sich. Sydney ist bereits im Besitz dieses Schlüssels. Okay. Hä? Komm jetzt.
Hardin! Was hast du nur mit diesem Riskbreaker am Hut? Weißt du, es ist nicht... Weißt du es nicht schon längst? Also doch. Du triffst ihn... Was? Du trittst ihm dein Erbe ab. Ich habe aufgegeben. Ein unvollkommener Tod ist sinnlos. Was soll das heißen? Verstehst du nicht? Er ist der perfekte Nachfolger. Er besitzt alle Fähigkeiten, um das Erbe des Bösen anzutreten. Der? Dieser labile Jüngling, der bei dem Hauch von Ungerechtigkeit direkt zusammenbricht? Das ist es, was ihn auserkoren hat. Er ist nicht wie du. Er wird seine Macht nicht ausnutzen. Musst du deiner Wut ein wenig Luft machen, weil du gegen ihn verloren hast? Du bist zu schwach, um gegen mich anzutreten. Deine Kraft ist machtlos gegen mich. Gib auf. Was? 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 Warum? Wie soll ich denn jetzt hier drüber kommen? Aua. Antifalle. Hä? Wir kommen hier nie rüber. Hä? Ich muss auch hüpfen, verdammt nochmal. Wie soll ich denn da hochkommen? Mann! Ah, jetzt. Hat doch geklappt. Wäre doch gelacht. Oh, eine Kiste. Eine wunderschöne Kiste. Mach mal auf. Das ist eine Containerkiste. Oh ja. Wunderbar, eine Containerkiste. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da können wir ein bisschen was an Gebröckel reintun. So, zum Beispiel Claymore. Hineinlegen. Den Zerstörer. Pack ihn auch mal mit rein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, den hatte ich mir gebaut, aber brauche ich ja jetzt theoretisch nicht. Kampfschild. Kreisschild. So, dann haben wir noch ein paar Klamotten, die wir noch mit reintun können. Lederhandschuhe. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Platz im Inventar noch brauche, aber ich leg den ganzen Gerabbel jetzt einfach mal da rein. Ich habe dreimal Goldhandschuhe. What? Und auch mit rein. So, Steine. Ach, da haben wir genug Platz. Gut, haben wir genug Platz. Ja, Gegenstände reinlegen. Okay. So, wir speichern.